Aber ich bin doch echt durchaus aufgeregt für heute Abend. She's doing yoga. Nein, also ich habe wirklich Respekt vor heute Abend. Morgen. Ich habe heute den letzten Tag, bevor es losgeht. Ich trete nur mit Kleidern auf, das heißt, ich habe 8 Kleider dabei. Jetzt sitze ich gerade in meinem Zimmer und bin ein bisschen Texte am Lernen. Genau, morgen geht's los. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Get ready, get excited. Ich bin's auch und ich freue mich einfach richtig, durch Deutschland zu touren. Henny und Chris ziehen hier demnächst hin, was mich super traurig macht, aber natürlich auch freudig für Chris' Möglichkeit, hier Theologie zu studieren. Die richtige christliche Antwort. Ich bin auch total dankbar und freudig. Nein, wirklich. Ich bin immer nur immer die, die alleine gelassen wird. Aber ich glaube, Jana wird uns oft besuchen. Wird uns sehr ja. Genau. Und dann werden wir jetzt erstmal 2 Stündchen in dem Café entspannt verbringen. Ich verstehe kaum sein eigenes Wort. Ich habe mit so einem sneaky, geheimlichen, gemütlichen Kaffee gerechnet. Hennys Gesicht spricht Bände. Ich bemühe mich zu lernen, aber es ist natürlich absolut unmöglich. Ach so, okay. Also hier starten wir unser Konzert erst um 20 Uhr, was uns gerade voll freut. Ach so. Doch eine Massage. Der Jugendraum hier, in dem wir sind, ist schon absolut riesig und echt ziemlich schön eigentlich. Und ja, irgendwie merken wir einfach schon, dass wir geschlaucht sind, muss ich ehrlich sagen. Soundcheck, mir fliegen die Ohren weg. Speck, Dreck. Jünger war, die Verteller fischst du mich hindurch. Ich bin hier in der Kapelle und habe mir einfach die Zeit genommen, tatsächlich auf die Knie zu gehen und zu beten, weil es so wichtig ist und ich das die letzten Tage einfach sowas von nicht gemacht habe. Und ja, ich bin einfach mega jung. Und in einer krassen Position. Und gleichzeitig habe ich ein Medizinstudium und eine Familie, die hinter mir steht. Und ich merke einfach, dass ich mich voll oft um mich selbst drehe und so sage, so Gott, du kennst, dass es auf meinem Herzen ist, du weißt es. Und ich bete und bete und bete. Und vielleicht muss ich mal von dem um mich drehen und für mich beten zu dem um Christus drehen und für andere Menschen beten kommen. Ja. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig und ich hoffe und bitte, dass dem heute so ist. Also Jana Highholder, Chris und Henny Stühn, voll cool, dass ihr gekommen seid und ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Ich würde sagen, wir begrüßen die drei mal mit einem kräftigen Applaus. Zeit ist eine Maßeinheit, ist das, was sich übereilt, wenn wir wenig davon haben. Zeit ist Geld. Und wenn dir das nicht gefällt, hast du den Kapitalismus nicht verstanden. Oder ist es wirklich noch ein wenig Hoffnung vorhanden? Lara. Hi.
und ihrem Mann Bert und sind hier zum Essen eingeladen und zu übernachten. Wir freuen uns jeden Abend irgendwie, ja, eine andere Familie kennenlernen zu dürfen. Alter, das ist wie wenn man bei Ikea in so eine Küche kommt und das alles so perfekt ist und man denkt, hier würde ich gerne wohnen. Oh nee. Ja, hi. Ich meinte, ich muss auch mal heiraten, damit ich die guten Schlafzimmer bekomme. Ich bin auf dem Boden einquartiert. Yay! Heute war irgendwie ein interessanter Tag, weil es einfach so ein emotional aufgeladener Tag war. Und ich denke, im Nachhinein bereut man auch voll vieles, was man so gesagt hat und getan hat und wo man sich so gefühlt hat. Aber letztendlich hat man sich so gefühlt. Und ich glaube, das ist auch voll normal, dass wenn man so lange aufeinander hockt und Henny und Chris sind verheiratet, die hocken seit 2 Jahren und für den Rest ihres Lebens aufeinander sozusagen. Und ich komme dann noch dazu und wir verstehen uns wirklich mega gut. Wir sind super ehrlich miteinander. Super direkt. Wir sprechen Dinge an, wir diskutieren Dinge aus, wir sagen, was uns verletzt hat, was uns gestört hat. Und ich meine, das sind einfach verschiedene Persönlichkeiten, die auch aufeinander kommen, ne? Ja. Und morgen geht es dann weiter nach Marburg. Eigentlich war das lustig, ja, wenn wir so ein bisschen miteinander so die cool. Bälle das ist locker. Ja, ja, das ist locker. Das ist alles. Direkt nach dem Auftritt in Marburg und wir haben so vercheckt zu filmen. Es war rund, es war schön, es war harmonisch. Der Raum war voller Menschen. Ich habe auch die Augen zugemacht und habe deine Stimme eintrinken lassen oder euch. Also es war so. Unbeschreiblich. Dankeschön. So ein richtig cool. Oh, hui. Schön. Zum Wohl. Willst du auch Teil unseres Vlog-Videos werden? Ja, heute geht es nach Koblenz. Heimspiel für Diana. Vorletzter Auftritt. Ja, wir sind richtig ready. Also ich finde, das Licht ist zu blau. Also man müsste... Das ist jetzt nur zum Einstellen, später sieht es anders aus. Im Sinne von, man müsste uns klar sehen quasi, so, ja, weißt du? Das ist jetzt alles einfach nur blau, damit wir die Lampen oben anders ausrichten können. Also, die sind unfassbar gut organisiert hier. Ich bin mega dankbar dafür. Um mich herum so viele und jeder Einzelne, der was zu erzählen hat. Leute, ich bin richtig aufgeregt, weil es ja ein Heimspiel ist für mich und irgendwie... Ich frage mich halt voll, wie viele Leute kommen, welche Leute kommen. Irgendwie will man es auch zu Hause besonders gut machen. Und ich habe Angst, dass gar keiner kommt. Aber ich bin doch echt durchaus aufgeregt für heute Abend. She's doing Yoga. Und du sagst, du willst mich. Sicherlich. Und er sagt, sicherlich. Er sitzt und weint mit dir, flüstert in dein Ohr und sagt, Kind, ich bin doch hier. Dadurch, dass ich hierher komme, habe ich heute so viel tiefes Feedback bekommen, so viel gutes Feedback, so viel persönliches Feedback, so viele Menschen, die mich in den Arm genommen haben und wirklich krasse Worte zu mir, über mich ausgesprochen haben und wofür ich so unfassbar dankbar bin! Ah! Sorry. Wir haben Blumen bekommen. Yay! Ich werde voll ausgelacht. Ja! Das ist mein Zwillingsbruder. Ich bin 2 Minuten früher geboren. Kein Kombi. Ja, was ich nochmal sagen wollte, ich finde das, ich mache das richtig gerne mit euch, weil das irgendwie voll gut mit euch klappt. Also man kann sich auf euch verlassen, ihr seid auf der Bühne, könnt ihr abliefern, nach der Bühne, beim Aufräumen, ob es ums Finanzen geht und diese ganzen Sachen, finde ich. Also großes Lob an euch und ich kann mich auf jeden Fall, würde ich mich auf eine zweite Tour freuen.
Ja klar, unsere Charaktere kommen natürlich raus, ne? Ja. Aber es war irgendwie gar nicht so, dass man dann auf den anderen gegangen ist, sondern dass, ich finde, die anderen haben dann quasi demjenigen, der gerade genervt war oder so, ist einfach den Raum gegeben, genervt zu sein. Wisst ihr, also einfach so, nee, ich bin jetzt müde, nee, ich will jetzt dies oder so. Das fand ich irgendwie gut. Und ich fand halt immer so, wir haben dann immer so abends, wenn wir dann im Auto saßen, nicht vor den Leuten, sondern abends dann im Auto, haben wir das dann selbst dann aufgearbeitet. Das fand ich halt auch cool, einfach so Sachen geklärt und so. Weil voll oft meint man das ja auch gar nicht böse oder so. Ja. Ja, ich find's auch richtig cool. So, wir sind jetzt in Weitefeld und ich muss sagen, ich fühle mich gerade richtig wehmütig irgendwie. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die Tour vorbei ist und das Alltag wieder losgeht und ich halt nächsten Freitag schon wieder in Münster sein werde und einen Vorbereitungskurs habe. Ich glaube, ich werde wieder jeden Tag bei euch sein und erstmal richtig heulen. Müsst mich dann auffangen. Okay. Dann, wenn du das sagst. So my feet may stumble, you will not. Er hat die Welt für dich überwunden. Hat dich gesucht und gefunden. Wir haben uns gerade verabschiedet, das konnten und wollten wir nicht filmen. Irgendwie war das so. Wir hatten so einen coolen letzten Abend. Aber ich realisiere es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich muss aber auch sagen, der letzte Abend war richtig cool. Ja. Also ich fand, es waren so viele bewegende Momente da. Und ich werde es vermissen. Also deshalb, wir müssen einfach noch mit. Es kommt was Neues. Hammer, ich habe euch so lieb. Wir viel Kraft lieb, dir morgen, Henny. Mach's gut, Jana. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Oh Leute, mein Herz bricht. Aber es kommt was Neues. Wir fahren jetzt auch nach Hause.